Showtime, meine Damen und Herren. Janina Kirsch ist bei uns im Studio und beantwortet die eine große Frage. Die eine große Frage. Wo ist Michael Wendler? In seiner Traumvilla in Südflorida, ja, da ist er auf jeden Fall nicht mehr, denn dort mussten er und seine Frau Laura ausziehen, weil der Mietvertrag nicht verlängert wurde. Das haben wir hier gestern exklusiv berichtet. Natürlich haben wir uns nun auf Spurensuche begeben, unter anderem mit den Nachbarn gesprochen und die, das kann ich Ihnen jetzt schon verraten lassen, wirklich kein gutes Haar an dem Sänger. Diese Villa mit 4 Schlafzimmern, einem schicken Pool und insgesamt 228 Quadratmetern Grundstück. Futsch. Denn Michael Wendler und Laura Müller wurde der Mietvertrag ihrer Traumvilla in Südflorida nicht verlängert. Das erfuhr Bild exklusiv vom Vermieter. Laut Bildinformationen ist das Ehepaar bereits ausgezogen und das, obwohl die Miete bereits beim Einzug bis zum 30.09.2022 bezahlt wurde. Bildreporterin Katie Pfleker sprach mit der Nachbarin des Wendlers. Sie ist die Schwester des Vermieters und über den Auszug des Ehepaars mehr als glücklich. Es ist das Haus meines Bruders. Er hat es an ihn vermietet und er ist einfach gegangen. Du weißt nicht warum? Es gab einfach keinen Grund? Er ist einfach gegangen, vor Ablauf des Mietvertrags. Wir wissen es nicht und es ist uns auch egal. Ist irgendwas passiert? Wir wissen es nicht. Eines Tages rief uns der Poolboy an und sagte, er sei weg und wir waren einfach nur geschockt. Oh mein Gott. Wir sind froh, dass er weg ist. Es war ein Albtraum. Also war er ein schlechter Mieter? Kein Kommentar. But thank you. Doch wo ist Michael Wendler hin? Tja, das ist die große Frage. Erst im vergangenen Jahr kaufte er sich ganz in der Nähe ein Grundstück, um ein neues Haus zu bauen. Nach Bildrecherchen wurde bisher allerdings noch kein Bauantrag für das Grundstück gestellt. Dort finden die Wendlers also keinen Unterschlupf. Ja, meine Kollegin Kathi Pflicker hat natürlich nicht locker gelassen. Sie ist weiter auf Wendlersuche. Und natürlich wollen wir von ihr jetzt wissen, Kathi, wo bist du gerade? Ich sehe irgendwie Autos im Hintergrund. Genau, ich stehe vor der Camping World. Das ist der größte Händler, der hier mit Wohnmobilen und Wohnwagen handelt. Weil wir haben einen Tipp bekommen. Und zwar wurde Michael Wendler und Laura vor circa 2-3 Monaten dabei gesehen, wie sie eine Messe besucht haben von Wohnwagen und Wohnmobilen und haben sich dabei sehr interessiert für ein ganz bestimmtes Modell. Wir sind jetzt hier alles abgefahren, sind von verschiedenen Händlern gefahren. Jetzt hier die Camping World ist der größte Händler. Und dort wurde uns bestätigt von dem Hauptverkäufer hier im Verkaufsbüro, dass ein Michael Norberg genau dieses Modell gekauft hat. Oh, liebe Katie, ganz kurz, ich muss dich einmal kurz unterbrechen. Für alle, die es nicht wissen, Michael Norberg, das ist sein echter Name, Wendler nur ein Künstlername. Das ist ja total irre. Also dir wurde jetzt bestätigt, dass Michael Wendler, aka Norberg, sich dort ein Wohnmobil gekauft haben soll. Hast du eine Ahnung, um was für ein Modell es sich da handelt? Ja, genau. Also das ist das Wohnmobil C-Class. Das ist ein Standardmodell. Das ist das, was oft am meisten gekauft wird. Also es ist ein Zweisitzer. Es hat zwei Betten für zwei Personen hauptsächlich geeignet oder vielleicht noch für ein kleines Kind. Die beiden haben ja einen Hund. Es gibt eine Dusche und es ist sehr einsetzbar für Roadtrips. Man kann darin übernachten. Man kann sogar ein Zelt anbauen, wenn man jetzt draußen sitzen möchte oder dann doch irgendwo länger bleiben kann. Und es ist nicht ganz so groß. Also Sie können damit auch in die Stadt fahren. Man bekommt damit sogar auch ein Parkplatz und ja, das haben sie sich jetzt hier gekauft, also der Michael Norberg, Michael Wendler. Und das ist genau das gleiche Modell, das die beiden sich vor 3 Monaten auf dieser Wohnwagenmesse angeschaut haben. Also Katie, ich muss sagen, wir zeigen, du siehst es jetzt gerade nicht, aber wir haben gerade dieses Modell, von dem du gerade erzählt hast, auch gesehen von innen. Also ich muss sagen, ja, riesig vielleicht nicht, aber da kann man schon drin wohnen, wenn man möchte und möglicherweise gerade keine andere Bleibe hat. Was kostet denn der Spaß? Also die Standardversion fängt an bei $80.000. Es geht dann rauf bis $130.000, $140.000. Es kommt natürlich dann auch darauf an, welche Extras man möchte. Die Innenausstattung kann man natürlich luxuriöser machen oder nur die Basic-Ausstattung. Das ist genau wie beim normalen Auto. Dazu hat er mir allerdings keine Auskünfte gegeben, der Verkäufer. Er meint, das ist Privatsphäre, wir können dazu nichts sagen. Das Modell ist aber das und ja, welches Modell sie jetzt gekauft haben, für welchen Preis, das wissen wir nicht. Aber ja. Das also um und bei zahlt man so gut 60.000 dafür, hast du gerade gesagt, ja? Also bei 80.000. 80.000 sogar. Naja, also dafür, dass der Michael Wendler hier in Deutschland ja Steuerschulden hat,
das wird den Gläubigern, glaube ich, nicht so ganz so gut schmecken, dass er sich jetzt so ein Wohnmobil gekauft haben soll. Es könnte natürlich immer noch sein, dass es noch einen anderen Michael Norberg in dieser Region gibt, der sich möglicherweise für genau das Modell interessiert hat. Aber davon gehen wir mal jetzt nicht aus. Wir haben natürlich auch Michael Wendler angefragt, der hat sich aber bisher nicht bei uns gemeldet. Katie, sag mal, hast du irgendeine Vermutung? Haben die Nachbarn, die sich ja sehr darüber freuen, dass Michael Wendler endlich ausgezogen ist, habt ihr irgendeinen Plan, wo der sich aufhalten könnte? Also die Nachbarn haben überhaupt keine Ahnung. Es war auch eher so die Stimmung, dass es hieß, es ist uns völlig egal, wo er ist. Ich habe jetzt mit der Nachbarin gestern, die genau gegenüber von ihm wohnt, das ist auch eine Deutsche, und sie hat gemeint, sie hat sogar ein Paket noch für Laura. Also sie wartet darauf, dass Laura sich vielleicht nochmal bei ihr meldet. Und was jetzt auch gesehen wurde, wir sehen das ja jetzt auch hier, dass Laura und Michael in New York gesehen wurden. Also Laura hat Fotos gepostet, ob die natürlich, das war vor einer Woche circa, ob die jetzt noch da sind, ob sie schon weitergefahren sind, ob sie, man weiß es nicht, Amerika ist riesengroß und mit so einem Wohnmobil ist man natürlich auch sehr flexibel und kann dann in jede Richtung fahren. Absolut, Katie, du bleibst weiterhin für uns an den Fersen von Michael Wendler und seiner Laura. Vielen Dank für diese spannenden Informationen, das ist ja wirklich irre. Wir haben ja jetzt eigentlich nur zwei Optionen. Entweder der Wendler, der macht Urlaub in dem Wohnmobil, oder möglicherweise hat er eine neue Bleibe auf vier Rädern. Danke dir. Gerne, danke schön.